keine Sorge. Ich kann ihn von hier aus sehen. Nein, ich bin draußen. In der Zelle. Unsinn, was soll er denn merken? Das weiß er doch gar nicht. Verändert? Ist mir nicht aufgefallen. Also ich habe eher das Gefühl, das läuft ja noch alles genauso wie vor einem halben Jahr. Den Witz, den er sich jetzt erzählen lässt, den muss ich mir nachher sicher wieder anhören. Also 17 Uhr Sauna. Nicht vergessen. Du, er hat schon seine Mütze auf. Wird schon gehen. Ist ja nicht für ewig. Klar, passe ich auf mich auf. Schlaf trotzdem gut. Servus, grüß euch. Du hast dich aber nicht sehr verändert, seit du weg warst. Du brauchst immer noch ein Kindermädchen, das dir die Mütze nachträgt. Oh, danke. Ja. Naja, hier ist alles so ziemlich wie eh und je beim Alten. Nur der neueste Witz ist neu. Hat Berger mir gerade erzählt. Ein Ost. Nietzsche! Take my love, fly with me the universe. Nietzsche! Na? Du alter Spieler? Go tears of love, our souvenirs from paradise. You stole my heart. Schau mal, was ich dir da gebaut hab? Toll, was? Ja? Du sag mal, hast du sie noch alle? Seit einer halben Stunde denke ich, wunder, was passiert ist. Die Sache findet nicht statt. Jedenfalls nicht heute, verstanden? Schiss, was? Du, mit mir nicht. Nicht mit mir. Geplant ist geplant. Dann mache ich das alleine. Das bisschen schneiden, das kriege ich auch ohne dich hin. Ich brauch dich nicht dafür. Aber komm da nicht angekrochen, nachher, hörst du? Lass dich hier besser nie wieder blicken. Nie wieder! Bist mir wieder ganz oben, was? Django, fall mir nicht auf den Wecker. Sonst lasse ich mich wirklich nie wieder blicken. Na, Nietzsche? Warum haben wir eigentlich nichts Ordentliches gelernt? Hat dafür klauen wir mit sein schönes gelbes Auto. Nacht. Und was sage ich deinem Bewährungshelfer? Warum du nie da bist? Ich bin in der Theatinerkirche zum Beten, Herr Kühn. Na fein, das hast du bitter nötig. Aber Arbeitsbeginn ist trotzdem um 8. Sag mal, weißt du, was ich nie verstanden habe? Was zuerst da war, das Ei oder die Henne? Na, das weiß ich. Na was? Das sag ich dir nicht. Nein, warum bist du weggegangen aus unserem Revier? Warum hast du dich versetzen lassen? War da irgendwas? Was soll denn da gewesen sein? Na ja, hör mal, alle haben so rumgerätselt. Ich meine, in unserem Laden. Wir fühlen uns doch alle sehr wohl miteinander.
War da irgendwas? Dienstlich? Quatsch. Ja, hätte ja sein können, ne? War aber nicht. Also, gut, das ist deine Sache, aber so ohne ein Wort zu sagen. Ich habe auch mit Britta darüber gesprochen. Ich meine, wir sind doch befreundet, oder? Sicher. Und plötzlich lässt dich einfach versetzen, verschwindest einfach, so von einem Tag auf den anderen. Lässt dich nicht mehr blicken, auch nicht außerdienstlich. Hat das irgendwas mit mir zu tun? Habe ich dich irgendwie verletzt? Ohne dass ich es weiß, ich meine, das kommt ja mal vor. Gehe ich dir irgendwie auf den Wecker, oder? Vielleicht waren es deine Witze. Wie gesagt, ich kann es dir nicht erklären. Naja, jetzt bist du jedenfalls froh, dass du wieder bei uns bist. Froh. Auf jeden Fall ist es richtig. Richtiger.
jetzt mal im Ernst, Britta hat das auch nicht verstanden. Was hat sie nicht verstanden? Dass du nichts mehr mit uns zu tun haben wolltest. Davon kann doch gar keine Rede sein. Aber... Aber? 4. 1, 2, 3, 4. Straße im Gelände der AKP, Spedition. Ja, dann brauche ich noch Ihren Namen. Wie? Fink. Ja, Herr Fink, und diese Beobachtung haben Sie gerade gemacht. Ja, ich werde mich drum bemühen. Dankeschön. Wagen 2, Frienstraße im Gelände der AKP. Ja, verstanden. Sag mal, siehst du ja irgendwo AKP? Ich nicht. Fahr doch einfach mal weiter. Thank you.
Na, da ist es doch. Schau doch hin. AKP. Erstklassiger Service. Gefallen tun und meinem Mann durchgeben. Er möchte mich doch sofort anrufen von der nächsten Telefonzelle. Er fährt gerade Streife. Erstens muss ich dazu Ihren Namen wissen. Ja, Entschuldigung. Natürlich müssen Sie meinen Namen wissen. Britta Wolf. Mein Mann heißt auch Wolf. Bernd Wolf. Und zweitens tun wir das nur in dringenden Fällen, wie Sie wohl wissen werden. Ja. Sagen Sie ihm, es ist sehr dringend. Gut, gut. Ich versuch's. Bitte melden. Isa 28, bitte melden.
Carsten, Carsten, Carsten. Der Carsten hat sie sowieso nicht alle beieinander. Den muss ich abstoßen, der bringt's nicht. Ich weiß doch genau, ich hab den hier abgestellt, den Kanal. Den klaut doch keiner. Sieht aber ganz so aus. Abgeschleppt. Doch nicht vom Parkplatz. Kauf den neuen, war sowieso nur noch Schrott. Hast du schon mal was von Treue gehört? Von dir ganz bestimmt nicht. Das war mein erstes Auto, verstehst du? Mein erstes! Verdammt. Da war die Kanone drin. Idiotenimpotente. Kamm! Allerhand los für einen Einbruch. Ah, den habe ich schon ganz vergessen. Da, im vierten Stock, da steht neben dem Tresor ein Kaltbrenner. Wer ist denn verletzt? Ein Kollege. Der hat bei einer Schießerei mit dem Einbrecher einen anderen Kollegen verletzt. Wer? Sieht so aus. Na, dann sehen wir uns das machen. Der ist nicht da. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ist doch klar, dass sich da niemand bei ihm melde. Ich kann ihn noch nicht festbinden, ne? Wann ist er denn weg? Aha. Hat er gesagt, wohin er geht? Der ist in der Theatinerkirche zum Beten. So, so. In der Theatinerkirche zum Beten. Also geschossen hat Herr Wolf. Ja, auf einen Einbrecher. Woher wissen Sie das? Von Wolf selbst. Der war ganz außer sich, der Schock. Viel war nicht aus ihm herauszukriegen. Er sagte nur immer, Einbrecher, schießen, ich habe geschossen. Immer dieselben Worte. Und wo ist er jetzt? Der Notarzt bestand darauf, ihn gleich mitzunehmen. Er ist mit dem zweiten Wagen ebenfalls ins Klinikum rechts der Isar. Grüß dich, Gerhard. Grüß dich. Der Einbrecher muss man hier geschossen haben. Ich habe hier diese Hülse gefunden. Hier, das ist die Dienstwaffe von Bert Wolf. Ah ja. Und hier in der Wand ein Projektil. Höchstwahrscheinlich aus der Waffe von Bartel. Hier ist der Ausschuss. Ah ja, hier ist der Einschuss. Ja. Dann hat Bartel wahrscheinlich von da hinten geschossen. Guten Abend. Bitte, Herr Jappert. Ja, ich guck gleich. Hier ist Bartel dann dem Einbrecher hinterher. Oh, daher. Und hier lag Bartel dann. Der Schuss muss ihn hier erwischt haben. Dann müsste Wolf also von da, vom LKW aus geschossen haben. Von da, wo Werner jetzt steht. Hoffentlich kommt der Kollege Bartel durch. Dann ist es zwar immer noch ein Unglück, aber... Aber? Dann ist es weniger schrecklich. Wo sind die Kollegen vom Einbruch? Die sind innen im Gebäude. Vielleicht gibt es Spuren. Das ist ja nun kein gewöhnlicher Einbruch mehr. Im Zusammenhang... Wenn wir jetzt pünktlich werden, Leo. Ja, was dann? Ja, dann wäre das doch jetzt eigentlich unser Fall, oder? Oder sehe ich das falsch? Nee, nee, lass den Mann von Einbruch verstehen, die mehr. Aber guck doch mal, ob die was haben für uns. Wir sehen uns später im Klinikum rechts der Isar. Und was machst du inzwischen? Ich fahre zu den Angehörigen von Thomas Bartel. Wie war denn das Verhältnis der beiden Kollegen? Gut. Freundschaftlich. Hier sind die Anschriften von Wolf und Bartel. Aber zu Bartel brauchen Sie gar nicht erst hinzugehen. Der wohnt noch bei seinen Eltern und die sind in Urlaub. Irgendwo in Madagaskar oder sonst wo. Ah ja. Gut. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Es muss ein Spinner gewesen sein, der daran wollte. Wieso? So unverfroren geht nur ein Spinner vor. Er kann doch nicht annehmen, dass der Tresor nicht in den Sicherheitsbereich integriert ist. Den Sensor hat er aus der Wand gerissen. Das weiß doch jedes Kind, dass das nichts hilft. Ja? Ja, merkwürdig.
Außerdem ist der Schneidbrenner kaputt. Das wäre nie was geworden. Sag mal, was wollt ihr eigentlich hier? Ich weiß, von Einbruch haben wir keine Ahnung. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Wir möchten nur, dass ihr uns ständig auf dem Laufenden haltet. Mhm. Machen wir. Habt ihr schon was gehört, wie es dem Kollegen geht? Nein, bis jetzt noch nicht. Nietzsche, ich glaube, es ist besser. Wir hauen ab. Mist, Kerl. Mist, Kerl, verdammt, ja? Kögel hier. Revier 7? Ja, also. Mein Knacki ist wieder mal weg mit meinem Wagen, ja. MEP 3176. Sie brauchen sich nicht anzustrengen. Ein Kollege aus dem Revier hat mich schon angerufen. Bitte sehr. Danke. Ja, es tut mir leid, Frau Wolf. Aber ich kann Ihnen versichern, wir sind alle sehr betroffen. Ja, bitte sehr. Danke. Störe ich? Frau Wolf, was machen Sie da? Ich packe. Das sehen Sie doch. Warum gerade jetzt? Weil ich meinen Mann verlasse. Ich hätte das schon viel früher tun sollen. Er ist nämlich eine Flasche. Ich muss es genau wissen wollen. Ich möchte von Ihnen wissen, warum Sie gerade jetzt nach diesem Vorfall packen. Ich bin seit ungefähr einem Jahr die Geliebte von Thomas Bartel. Und Sie können davon ausgehen, dass mein Mann das gewusst hat. Sie suchen doch immer nach Motiven. Jetzt haben Sie welche. Deswegen hat Thomas sich auch vor einem halben Jahr wegversetzen lassen. Mit mir schlafen und im Dienst meinem Mann in die Augen schauen. Das hat er auf die Dauer einfach nicht ausgehalten. Und warum ist er wieder zurückgekommen? Warum wohl? Weil es viel schlimmer war, die ganze Zeit getrennt zu sein.
Gehen Sie ruhig ran. Ich bin für niemanden da. Außer fürs Krankenhaus. Hier bei Wolf, Kaiserapparat. Wir sind jetzt im Krankenhaus, Leo, aber die lassen uns weder an Wolf noch an Bartel ran. Wie geht's, Bartel? Besser als gedacht. Hoher Blutverlust, aber glatter Durchschuss. Wenn er keine Organverletzungen hat, kommt er bald aus der Intensivstation raus. Der Psychiater hier überlegt, ob man die beiden nicht auf ein Zimmer legen sollte. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum? Warum? Weil der Psychiater die Tatumstände nicht kennt. Nein, ich kann jetzt nicht darauf antworten, aber ich möchte auf keinen Fall, dass die beiden sich jetzt sehen. Stell bitte jemanden von uns vor die Tür von Bartel, ja? Du meinst, wir sollen ihn bewachen? Sag einfach ja oder nein. Wolf darf nicht zu Bartel. Nein, aber das kommt nicht in Frage. Ja? Ja, gut, ich werde das veranlassen. Da ist irgendwas faul. Wie geht es, Thomas? Ist wohl nicht so schlimm. Moment, Moment, es darf noch keiner zu ihm. Wo haben Sie die Waffe gefunden? Unter der Fußmatte. Vermutlich hat er ihn zur Flucht nicht schnell genug wieder kurzschließen können. Und ist zu Fuß weg. Ja, vermutlich. Seinen Mann vor die Tür gestellt. Gut. Gut jetzt? Ich fand ja die Idee von dem Psychiater auch etwas merkwürdig, aber warum hast du dich so aufgeregt? Ziemliche Katastrophe. Die Frau von Bernd Wolf ist die Geliebte von Thomas Bartel. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Gut. Mein Gott. Ich weiß bis jetzt nicht, wie mir das passieren konnte. Was ist? Ich darf niemanden zu ihm lassen. Aber mich doch wohl. Niemanden. Und dich vielleicht schon gar nicht. Was weiß ich? Was soll ich machen? Und wo ist diese Frau Wolf jetzt? Wahrscheinlich in der Wohnung seiner Eltern. Wessen Eltern? Na, der Eltern von Thomas Bartel. Der wohnt normalerweise da.
Die Eltern sind zurzeit verreist. Und morgen kannst du dann in der Zeitung lesen: Eifersucht, Polizist schoss auf Kollegen. Die Patronenhülsen, die wir heute Nacht gefunden haben, stammen aus der Waffe, die unter der Matte lag, in dem gelben Auto, das da auf dem Hof rumstand. Ein altes, gelbes, gammeliges Auto. Na, und was ist damit? Ein altes, gelbes Auto. Moment, da war doch mal was vor 2 Jahren. Der Überfall auf die Kassiererin in dem Spielautomatensalon. Die Täter trugen Masken. Richtig. Ganze 600 Mark haben die damals erbeutet. Und die Kassiererin wurde durch einen Schuss schwer verletzt. Und wir konnten den Fall nicht aufklären, weil es nur diesen Hinweis auf ein altes, gelbes Auto gab. Und die beiden Typen sind mit einem alten, gelben, gammeligen Auto abgehauen. Heimann. Vielen Dank. Die Waffe, die heute Nacht von dem Einbrecher benutzt wurde, ist dieselbe von dem Überfall auf den Spielsalon vor 2 Jahren. Aber diesmal haben wir auch das Kennzeichen von dem gelben Auto. Und ich hole mir jetzt den Halter. Kress, ja? Wie bitte? Aha, ja. Ja, danke, da kümmern wir uns schon drum. Krankenhaus, Bernd Wolf ist abgehauen. Und nun? Du kannst ihn ja schlecht in die Fahndung geben. Ja, aufgrund von was auch? Naja, ich gehe dann mal suchen, den Herrn Wolf. Das hättest du vorher machen sollen. Es wäre schön, wenn du gelegentlich wieder gehen würdest, Dienchen. Na, ich habe ab und zu arbeiten. Schön mit dir. Wo darf ich das Geld hinlegen? Leg's auf mein Konto. So große Beträge habe ich nicht gerne zu Hause. Der verlorene Sohn ist wieder da. Ja, dann kann ich mich ja wieder ausziehen. Du hast da jetzt jemanden zum Arbeiten. Der und Arbeit. Revier 7? Ja, hier, Kögler. Ihr könnt alles wieder abblasen. Mein Knacki ist wieder da. Der Wagen auch. Aha. Bis zum nächsten Mal. Ich verstehe nicht, was du an dem findest. Ich habe seiner Schwester versprochen, dass ich mich um ihn kümmern werde. Und wo soll er denn hin? Den will doch niemand. Du, nimmst du das gleich mit zum Post? Sonst noch was? Ist das eine Festnahme oder eine Verarsche oder was ist das? Sehen Sie es mehr als Vorladung an, Herr Westphal. Und das, weil mein Wagen geklaut worden ist? Ah. Sie haben ihn noch gar nicht als gestohlen gemeldet. Ist das strafbar? Nein.
Aber wir müssen noch einige Zusammenhänge klären. Zusammenhänge? Zusammenhänge! Bernd, bist du's? Wer ist da? Da ist doch jemand. Hallo. Warum melden Sie sich nicht? Hallo. Nietzsche? Nietzsche! Nietzsche? Glück, dass Sie hier aufgetaucht sind. Sie sind doch Herr Wolf. Wieso? Dachten Sie, ich bin abgehauen? Chris ist mein Name. Ich weiß, ich kenne Sie vom Sehen. Sie sind doch der Leiter von der Mordkommission 2. Ja. Was heute Nacht hier passiert ist, das landet zwangsläufig bei uns. Das wissen Sie ja. Was soll denn eigentlich die Wache vor dem Zimmer von Thomas Bartel? Die haben mich nicht reingelassen zu ihm. Zeigen Sie mir doch bitte mal, von wo aus Sie heute Nacht geschossen haben. So. Hier. Und da. Warum sind Sie eigentlich aus dem Krankenhaus abgehauen? Ich wollte nach Hause. Ich wollte mit meiner Frau sprechen. Aber sie war nicht da. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist sie weggefahren. Was hätten Sie ihr denn erzählt über die letzte Nacht? Dass ich Angst gehabt habe. Angst. Richtige Angst. Ich kann nicht auf Menschen schießen. Schauen Sie. Ich habe auf den Mann gezielt, der hier übers Geländer geklettert ist. Ich wollte ihn nicht erschießen. Und dann habe ich Thomas Bartel getroffen. Ich wollte dem Thomas helfen. Aber wahrscheinlich habe ich die Waffe verrissen, weil ich den anderen nicht treffen wollte. Ihre Frau hätte Ihnen kein Wort geglaubt. Warum? Weil sie seit einiger Zeit die Geliebte von Thomas Bartel ist. Herr Wolf, ich möchte, dass Sie mich ansehen. Wieso denn? Haben Sie gewusst, dass Ihre Frau und Thomas Bartel ein Verhältnis haben? Sie ermitteln gegen mich. Das kann man so nennen, ja. Ich liebe meine Frau und ich weiß, dass sie mich verachtet. Das war nicht meine Frage, Herr Wolf. Nein, ich habe nicht gewusst, dass meine Frau die Geliebte von Thomas Bartel ist. Ich hab's nicht gewusst. Und Sie werden mir schwerlich das Gegenteil beweisen können. Das hätten Sie besser nicht gesagt. Wissen Sie, wo meine Frau ist? Kommen Sie, ich bringe Sie wieder ins Krankenhaus. Hier
Ihre Frau möchte nicht, dass Sie erfahren, wo sie sich aufhält. Den einen Satz kann ich nicht zurücknehmen, oder? Welchen? Den, dass Sie mir nichts beweisen können. Nee, den können Sie nicht zurücknehmen. Und jetzt wollen Sie es mir beweisen. Was? Uns ist erwiesen, dass Sie an dem Überfall auf den Automatensalon vor 2 Jahren beteiligt waren. Der gelbe Wagen hat Ihnen schon damals gehört. Wir haben Ihre Fingerspuren auf der Waffe, mit der in der vergangenen Nacht geschossen worden ist. Und wir haben Ihre Fingerabdrücke von dem Überfall auf die Kassiererin in der Spielhalle. Auf der Pistole sind doch noch andere Fingerabdrücke, oder? Von wem? Von wem? Von wem? Von dem, der auf die Kassiererin geschossen hat und von dem heute Nacht. Ja, Heimann. Danke. Vielen Dank. Unsere Kollegen meinen, Sie möchten sich bitte ein anderes Alibi ausdenken für letzte Nacht. Das, was Sie angegeben haben, stimmt nicht. So, Harry, jetzt wird's ernst. Du wolltest letzte Nacht an den Tresor ran und hast dabei auf 2 Polizisten geschossen. Sowas dauert. EKG, Röntgen, Ultraschall. Ich kenne das alles. Das dauert. Soll ich Ihnen einen Kaffee besorgen? Herr Chris. Wie? Nein, danke. Stimmt das, dass der Wolf abgehauen ist? Wo bist du jetzt? Da, wo ich immer bin. Bist du noch da? Ja. Was ist los, Carsten? Bitte. Bitte hilf mir. Du sagst mir jetzt, was los ist. Britta, ich war gestern bei der Schießerei dabei. Mit deinem Mann und diesem anderen Bullen. Bist du wahnsinnig? Du musst wahnsinnig sein. Rühr dich nicht vom Fleck, bis ich bei dir bin. Hast du mich verstanden? Ja. Doch schon ein schönes Stück weitergekommen, hm? Eigentlich wusste ich immer, dass der eine Meise hat. Nimmt der letzte Nacht meinen Wagen für den Bruch? Das gibt's doch gar nicht. Hat er auch einen Namen? Nietzsche. Wegen seiner Ratte. Ich meine einen richtigen Namen. Carsten, warte mal. Carsten Templin. Wohnt in so einer Werkstatt. Die schlachten alte Spielautomaten aus. Eine Straße gibt's da auch, möchte ich wetten. Rottweilerweg 3. 3 oder 5. Wie war das, Herr Westphal? Haben Sie für den Tresor letzte Nacht eine Annonce geknüpft? Oder haben Sie sich die Sache selber ausgedacht? Ich brauche eine Pause, Leute. Hör mal, Britta, du musst mal wieder mit deinem Bruder reden. Es wird Zeit, dass er was tut.
Ich habe einen Haufen Arbeit für ihn. Britta! Ja, ja. Carsten! Young hearts feeling stronger every day. They are playing to win, girl. Young hearts, heaven's hearts to sin away. Oh, it isn't too late, girl. If love is just a silly game, I don't wanna play this game no more. And if your love will lose the flame, I never felt like this before. Mein Mann wollte Thomas umbringen. Er hat auf ihn geschossen, weil der Thomas seit Monaten mein Freund ist. Hast du sie noch alle beisammen? Dein Mann hat mir das Leben gerettet. Dieser andere Bulle, der hat ein paar Mal auf mich geschossen und hat Bernd ihn umgelegt. Aber der andere, der Thomas, das ist doch mein Freund. Und der schießt auf mich? Und Bernd? Glaubst du denn, dass Bernd dich erkannt hat? Hat er. Ganz sicher. Das hat er doch sonst überhaupt nicht gemacht. Ich. Ich kann das jetzt nicht mehr zurücknehmen. Die Anschuldigung. Sag mal, bist du verrückt? Willst du, dass Bernd 10 Jahre in den Knast geht? Dein Mann hat mir das Leben gerettet. Ich denke, du liebst mich. Britta, du hast doch gesagt, du liebst mich. 100 Mal, 1000 Mal! Schon als Mutter gestorben war, hast du es gesagt. Ich werde mich den Bullen stellen. Ach. Deshalb kriegt doch der Bernd trotzdem seine 10 Jahre. Ich bin Britta Wolf. Die Frau von Bernd Wolf. Und das ist mein Bruder. Ich bin der, den Sie suchen. Für mich ist es völlig ausgeschlossen, dass Bernd absichtlich auf mich geschossen hat. Das ist völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Lügen Sie sich da etwas vor. Ja? Komm doch rein. Setz dich. Nein, danke. Ich möchte lieber stehen. Das mit Britta tut mir leid, Bernd. Es ist ganz einfach so passiert. Aber jetzt ist das eine wirklich echte Bindung. Deshalb bin ich auch zurückgekommen. Ich habe nicht absichtlich auf dich geschossen. Ich glaube dir. Würden Sie bitte ans Telefon gehen? Chris? Ja, Gerd? Wie? Nee, du, ich kann nicht reden. Aber zuhören kann ich. Ich besorge dir sofort einen Anwalt, Carsten. Und mit dem bespreche ich dann alles. Und bis dahin sagst du kein Wort. Kein Wort, hast du mich verstanden? Egal, was die von dir wollen. Deine Personalien und sonst gar nichts. Deine Personalien und sonst nichts. Carsten, hast du mich verstanden? Ja, Leo. Jetzt weißt du Bescheid. Herr Wolf, ich gebe Ihnen jetzt eine Chance. Ich will wenigstens eine Annäherung an die Wahrheit. Ist da noch irgendwas, das ich wissen muss? Herr Wolf.
Der Mann auf der Rampe, in der Firma, der den Bruch gemacht hat, das war der Bruder, der jüngere Bruder meiner Frau. Wir wollten ihn schützen. Haben Sie deswegen auf Herrn Bartel geschossen? Alles, was ich auszusagen habe, das habe ich bereits gesagt. Der Staatsanwalt wird aufgrund unserer Ermittlungen Anklage erheben. Oder auch nicht. Kommt drauf an, wie er das sieht. Übrigens, Wolf hat sich aus dem Polizeidienst entlassen lassen, falls er das noch nicht wisst. Aha. Und wenn der Staatsanwalt nun doch Anklage erhebt? Dann liegt es beim Richter. Dann hat der den schwarzen Peter. Im Zweifel für den Angeklagten. Was ist denn nun die Wahrheit? Ich weiß es nicht. Ja, nun frag mich doch nicht sowas, ich weiß es nicht. Oh, I'll be there if you ever want me, girl. Take your chance. Meet me in another world. A town called love. Baby, it's just a breath away. Take my hand. Baby, come and make my day. Touch my heart. Baby, my dreams come true.